Kameras werden nahezu immer mit einem Kameragurt ausgeliefert. Meistens sehen diese aber nicht ganz so stylisch aus und sind auch nicht so angenehm zu tragen. Außer man hat natürlich so einen tollen wie ich hier. Nein, Spaß beiseite. Die Frage, die sich viele stellen, ist der Kameragurt, der der Kamera beiliegt, eine gute Option oder sollte ich vielleicht lieber eine Handschlaufe nehmen? Das ist das Thema des heutigen Videos. Wenn du wöchentlich neue Videos zu den Themen Foto und Film, Technik und Business willst, dann würde ich mich freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst und die Glocke drückst, damit du kein Video mehr verpasst. Los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan und ich bin Foto- und Videograf aus Österreich. Wir sind sehr viel auf Hochzeiten und anderen Events unterwegs. Und da ist es natürlich wichtig, die Kamera so schnell wie möglich griffbereit zu haben. Trotzdem ist ein großer Faktor, dass man nicht schnell müde wird. Und deshalb muss das Gewicht natürlich gut verteilt sein, um nicht Schmerzen zu bekommen oder schnell müde zu werden. Wie das möglich ist, welche Optionen es dafür gibt, welche Vor- und Nachteile sie haben, darauf gehen wir jetzt ein. Kameragurt. Der gute alte Kameragurt ist so gut wie bei jeder Kamera schon im Lieferumfang dabei. Meistens ist er allerdings mit der Firma gebrandet, also hier zum Beispiel Sony, und sieht nicht ganz so stylisch aus. Den Kameragurt trägt man natürlich entweder um den Hals und kann so die Kamera auch mal hängen lassen. Beim Gehen ist es wahrscheinlich trotzdem notwendig, dass man eine Hand auf der Kamera hat, damit sie nicht hin und her schwingt. Zusätzlich wäre es noch möglich, sie so schräg zu tragen. Und das mache ich zum Beispiel auf Hochzeiten auch ganz gerne, da ich so zum Beispiel in der anderen Hand noch Platz habe für eine zweite Kamera. Also hier zum Beispiel mit einem 35mm und die andere mit dem 85mm. Oder die hängt hier so seitlich und in der anderen Hand oder mit beiden Händen kann ich den Gimbal bedienen. Für mich also eine ganz gute Alternative, für manche aber eher nicht. Deswegen schauen wir weiter. Schauen wir uns den Kameragurt 2.0 an. Was ein wenig besseren Tragekomfort verschafft, ist ein Trageriemen ähnlich dem Kameragurt. Aber im Unterschied zum Kameragurt wird er hier nicht an den Ösen fixiert, sondern unten am Stativgewinde und es wird einfach hineingeschraubt, also eine kleine Schraube, und unten ist es dann mit einem Kugellager gelagert. Dadurch kann man die Kamera frei bewegen, also man ist ein wenig flexibler wie mit dem Kameragurt und auch beim Seitlichtragen hat es gewisse Vorteile, da man die Kamera flexibler bewegen kann. Zusätzlich sind diese Trageriemen meistens noch besser gepolstert und vor allem, wenn man länger unterwegs ist, bekommt man dadurch weniger Schmerzen am Hals. Verwendest du den normalen Kameragurt oder ist dir einer lieber, der unten montiert ist? Mich würde deine Meinung interessieren, lass mich das ruhig in den Kommentaren wissen. Kamera-Handschlaufe. Wem diese beiden Varianten jetzt nicht so gut gefallen haben, der könnte sich nach einer Kamera-Handschlaufe umsehen. Und es gibt da wieder sehr, sehr verschiedene Typen, jetzt nicht nur vom Aussehen her, das gibt es ja bei den Kameragurten auch, sondern auch vom Montieren her. Also es gibt so eine wie die hier, die ist sehr, sehr einfach aufgebaut und die wird seitlich da montiert, wo normalerweise der Kameragurt montiert wird. Andere gibt es, die sind ein wenig größer und schützen die Hand hierum und pressen die Hand fast ein wenig an die Kamera und werden aber meistens dann am Stativgewinde befestigt. Meiner Meinung nach kann man jetzt nicht beim Gehen das Gewicht völlig in der Handschlaufe lassen, da sonst die Kamera hin und her schaukeln würde und das ist, denke ich, unangenehm beim Gehen, also zumindest für mich. Deshalb muss man die Kamera eigentlich immer in der Hand halten. Im Gegensatz, wenn jetzt gar keine Kameraschlaufe oben ist, hat man aber den Vorteil, dass man die Kamera lockerer halten kann. Eben aus dem Grund, da man weiß, sollte jetzt die Kamera hinunterfallen, dann habe ich noch einen letzten Sicherheitsgurt, eben die Handschlaufe, die das Gewicht auffängt und die Kamera geht nicht kaputt, weil sie am Boden fällt. Das ist auch gut, wenn man zum Beispiel in einer Stadt unterwegs ist, man will die Kamera schnell griffbereit haben zum Fotos machen, dann ist das nicht schlecht. Also man ist wahrscheinlich hier sogar schneller wie mit dem Kameragurt, weil die Kamera schon immer in der Hand ist. Man hat vielleicht sogar den Zeigefinger am Auslöser. Und wenn wer anläuft, dann hat man die Sicherheit, dass das Gewicht abgefangen wird.
Kamerahalterung. Eine Alternative, wo man die Hände frei haben kann und trotzdem die Kamera immer griffbereit hat, sind die Kamerahalterungen. Also das sind zweiteilige Sets. Ein Teil davon wird wieder am Stativgewinde befestigt und der andere Teil kann zum Beispiel am Gürtel oder auch am Rucksack befestigt werden. Dadurch kann man dann die Kamera am Gürtel oder Rucksack eben einrasten, sie hält und man hat beide Hände frei. Trotzdem, wenn man sie braucht, dann ist sie am Körper und sehr, sehr schnell griffbereit. Das Ganze könnte man natürlich auch mit einer Hüfttasche realisieren. Über die einzelnen Taschen, die es am Markt so gibt, habe ich aber ein eigenes Video gemacht und ich verlinke das jetzt mal in der Infobox. Wollt ihr jetzt noch professioneller unterwegs sein und nicht nur eine Kamera griffbereit am Körper haben, so gibt es auch teilweise so ganze Manschetten oder ganze Gürtelsysteme, die man über den Rücken, über die zwei Schultern trägt und dann hat man die Möglichkeit, die Kameras seitlich am Körper zu tragen und sogar ohne, dass man sie jetzt losmacht, zu benutzen. Also es hängt meistens so runter, man kann die Kamera raufnehmen, fotografieren und auf der anderen Seite hat man ein anderes Objektiv. Also eine Kombi, die vielleicht so ganz gut wäre, wäre hier das 35mm, hier das 85mm und man hat beide sehr, sehr schnell griffbereit. Ich persönlich nutze die meiste Zeit an den Kameras tatsächlich die Kameragurte, die dabei sind oder schönere, die ich mir gekauft habe. Das hat für mich den Vorteil, da wir oft Foto und Video gemeinsam machen, dass ich die eine Kamera, wie vorher gezeigt, schräg um den Hals tragen kann und dann habe ich beide Hände frei und kann zum Beispiel auf der anderen Kamera oder in beiden Händen den Gimbal halten, wo die andere Kamera oben ist und kann so mit der einen fotografieren und mit dem Gimbal filmen. Oder ich habe auch beide Kameras mit dem Kameragurt um meine Schultern und habe beide griffbereit. Nächste Saison würde ich gern dieses Geschirr, was ich erwähnt habe, mal ausprobieren, also dieses Schultergeschirr, wo man zwei Kameras montieren kann, damit ich versuchen kann, ob ich so schneller oder ob es vielleicht sogar langsamer ist. Derzeit funktioniert es gut, aber nächstes Jahr mag ich das probieren. Das Problem ist wahrscheinlich, dass ich noch eine dritte Kamera bräuchte, die dann auf den Gimbal kommt. Insgesamt muss ich sagen, gibt es wahrscheinlich kein besser oder schlechter und es kommt wirklich auf die persönlichen Vorlieben an. Da jetzt die Kameragurte oder Kameraschlaufen, Handschlaufen oder andere Varianten nicht allzu teuer sind, würde ich vorschlagen, etwa man bestellt sie und versucht, was einem besser gefällt oder man geht ins Geschäft, testet das aus und kauft das dort. Ich denke, es gibt kein besser oder schlechter, sondern es kommt wirklich darauf an, wie mag ich die Kamera nutzen, brauche ich sie schnell oder eher nicht so schnell und genügt es, wenn sie in der Nähe ist. Und genau darauf sollte man beim Kauf achten. Mehr Videos zu den Themen Fotografie und auch Kamerasysteme verlinke ich euch jetzt bei den Videos hier. Vielen Dank für deine Zeit. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und unseren Kanal abonnierst. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!